Freunde, es ist ein Traum, dass ich heute bei euch sein kann. Es ist ein Wahnsinn. Bravo, Andi, bravo, ich bin der Bundeskanzler Werner Faymann. Ja, die Eltern werden mich auch noch kennen. Ich habe früher mal den Kasperl gesprochen im ORF. Übrigens, ich da herunten, ich war der Andi, borg die kleine Laus da. Bald ist Silvesterstadl. Woran merkt man, liebe Freunde, dass ein Jahr vergangen ist? Ganz einfach, ich bin wieder um einen Zentimeter geschrumpft. Ja, liebe Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, heute ist der 24. Dezember, ein besonderer Tag, an dem wir der Geburt jenes Kindes denken, das den Lauf der Welt so nachhaltig verändert hat. Applaus für Professor Peter Schröxler. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es ist unglaublich, aber Stöckl, Claudi, du hast den FIS-Vorstand unterschlagen. Ich bin ein FIS-Vorstand, das ist mir ganz wichtig, dass man das dazu sagt, weil es ein wichtiges Amt allein in meinem FIS-Vorstand hätte man die Weltmeisterschaft in Schladming nicht gekriegt, weil mein Sochi nicht so erfolgreich gewesen. Also tun Sie mir das nicht unterschlagen. Servus, mein Name ist, wie gesagt, Reinhard Fenrich. Also ich habe mit der Kokserei aufgehört, weil ich 10-mal hintereinander die Schneewette beim Robert Hartlauer gewonnen habe. Dylan, grüß dich, Andi Herzog. Grüß euch, servus, grüß euch, hallo Jogi, hallo, grüß euch, ihr müsst der Herzog, Andi. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total glücklich, ich habe da nicht eine Mama hergefunden. Wieso? Der Vater hat mich hergeführt. Es heißt halt Ganar. Warum heißt das Ganar? Na, warum sagt man nachher zu den Portugiesen, Portugiesen und den Portugal? Woran sage ich, bei euch Deutsche ist Wurst, zeig's mal Biefke. Sag, sind schon lange allein? Nee, lang, ich meine, was heißt lang? Lang, nicht? Lang, das ist ein dehnbarer Begriff, Lady. Ja, ja klar, da gab es die Pfenniger an, wäre ohne mich irgendwas geworden. Überhaupt nicht. Die Pfenniger an, die wird heute sitzen beim Pip an der Kasse im Flachau und würde die Shampoos einkassieren. Ich habe sie ausgekutet, dass diesen Dollar zu ihrer Gesamtweltcup sie kriegen. Aber jetzt wollen sie eine neue Frau, oder? Wie soll denn die sein? Naja, wie soll es sein? Das ist eine gute Frage, ne? Wie soll es sein? Also, lieb, höflich, herzlich, reinlich, ne? Soll keine zu großen Ansprüche stellen. Dann soll man nicht am Arsch gehen. Genau das Gegenteil von Ihnen, Frau Spira. Ich würde sagen, es haben alle ein bisschen an Stress. Ich würde sagen, es kommen alle nach der Aufführung, nach Silvester auf Kitzbüchi. Dann lauf in Bergauer, bete euch was vor, es läuft mir nach, es blöckt wie die Schaf. Ich sag's euch, da wart's euch alles außer. Das Herz, die Seele, das Hirn, da bleibt nichts übrig, rein gar nichts. Mir ist es nie gelungen, die U6 zwischen Floridsdorf und Siebenhirten ohne künstlichen Sauerstoff abzufahren. Vielleicht gelingt mir das noch zu Silvester. Alles Liebe, ihr Reinhold Messner, ich bin der größte Bergsteiger aller Zeiten. Das ist nicht der größte Bergsteiger aller Zeiten, sondern der größte Schwachkopf, den wir in meinem Leben haben. Das ist unglaublich. Der macht einen Aufenthalt zum seinen Geburtstag. Ich kenne viele Menschen, die in diesem Jahr Geburtstag gehabt haben. Falco! Gehörte Pap. Dreh dich nicht um, die Helene, die geht um. Oder Lettberg! Atemlos einfach raus und ich fühle mich wie eine Maus. Atemlos, und auch für den Applaus. Guten Rutsch, ihr könnt nach Hause gehen. Bis zu einem Wiedersehen. Doch jetzt sind wir erst einmal futsch. Das ganze Jahr spielen wir schon hier. Danken Harry Dean dafür, dass er uns das Casanova-Game hat.
parodieren, das ist unser Leben. Wir haben heute alles gegeben.